Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und zwar, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, ich hatte mein Mikrofon getestet von Fine, oder wie die hießen. Fine, ich habe keine Ahnung, ich mein Namensgedächtnis ist nicht toll. Und wo sich so ja zu meinem persönlichen Erstaunen herausgestellt hat, im Hardware-Test, dass das von der Qualität, so ja, also von der Sprachqualität, besser als mein Rode abgeschlossen hat. Da war ich natürlich perplex. Und die haben das Video gesehen und hat denen gefallen und haben gefragt, ob ich dann noch was gerne testen wollen würde von denen. Und da habe ich natürlich ja gesagt, weil die haben noch was im Angebot gehabt, was mich sowieso brennend interessiert hat. Ich zeige euch das mal. Das ist ja ein kleiner, weißer, unscheinbarer Karton. Fine Technologie. Machen wir mal hoch. Ja. Hier haben wir dann halt ja, so eine Technikerkarte. Können wir außer Acht lassen. Ja, ich pack das mal so hin, dass man das halbwegs noch sieht. Dann haben wir hier, das ist es. Wir haben eine Funkstrecke. Die bebildert ist mit Batterien. Bis jetzt noch kein Deutsch. Ich muss mal nachgucken. Plug and Play. Also geht für Handy, Kameras. Hast du nicht gesehen? Ich zeige euch gleich alles. Nö. Da ist kein Deutsch bei, da ist nur Englisch. Also die ist jetzt nur in Englisch, leider. Obwohl ich das EU-Modell habe. So. Und hier ist dann ein gutes Stück. Das ist unsere Funkstecke. Hier ist der An- und Ausschaltknopf. Wir machen jetzt nur ein Unboxing. Hardware-Check kommt in dem nächsten Video. Hier kann man sich dann natürlich an die Hose bamseln. Hier kommt das Mikrofon rein. So. Hier macht man sich das praktisch an die Hose. Und hier kommt der Stecker vom Mikrofon ran. Hier können wir dann Z drücken. Und hier halt die Batterien. Ich finde es gut, dass die Klappe hier fest ist. Dann kommt die halt nicht weg. Kommt zwei AA-Batterien rein, 1,5 Volt. So, dann haben wir das. Dann haben wir hier praktisch unser Mikrofon. Auch gleich mit Popschutz. Hier ist die Klammer zum Festmachen. Sehr stabil. Was ich sehr schade finde, ist, dass wir, vielleicht ist es ja auch positiv wegen der Qualität, ich weiß es nicht, aber was ich schade finde, ist, dass wir halt ein, ich würde sagen mal, Mini-Mikrofonkabel haben. Wie heißt der? XLR? Nee, XLR-Anschluss, glaube ich. Mein Name sieht nicht. Ja. Der hat hier drei Löcher. Hier ist ein halt Knopf. Das finde ich schade. Wie hier. Da ist der Mechanismus. Weil dann können wir das hier zwar anschließen. Hier ist auch eine Kerbe drin. Hoppala. Hier ist eine Kerbe drin. Da müsst ihr dann aufpassen, wo die Kerbe hinkommt. Das ist halt praktisch der schwarze Punkt. Der kommt dann nach hinten. So. Dann ist das hier drin. Hat den Vorteil, dass es fest ist. Wir können es uns nicht rausruppen, wenn wir uns viel bewegen oder so. Hat aber auch den Nachteil, wenn mit dem Mikrofon was ist, ein Kabelbruch oder irgendwas, oder ein Mikrofon ist kaputt. Ich weiß nicht, ob man das Stückchen, also das einfach nachbestellen kann.
ja, hätten wir hier ein Klinkekabel dran, dann könnte man halt auch andere Mikrofone nehmen. Ja, zum Beispiel das, was ich jetzt hier gerade dran habe, ja, das Lavalier, könnten wir dann einfach die Funkstrecke weiter nutzen und ein anderes Mikrofon ranmachen. Also das wäre ein Verbesserungsvorschlag von mir. Aber es kann ja sein, dass es gerade dadurch jetzt eine bessere Qualität hat im Ton. Das werden wir ja später sehen, wenn wir das Hardware-Test-Video machen, Hardware-Check-Video machen. Aber so hätte ich mir schon mal gewünscht, dass das hier vielleicht ein Klinkenanschluss wäre. Dann haben wir hier den Adapter. Der ist auch ziemlich groß, wie ihr seht. Hier haben wir dann auch nochmal einen Knopf. Wofür der ist, keine Ahnung. Ach, hier kommen Batterien rein. Zwei Stück. Das sind aber dann die Dreifach-A, glaube ich. Ja, und den haben wir hier, dann denke ich mal, den An- und den Ausschaltknopf. Das ist natürlich ziemlich groß. Ja, das ist für Musikanlagen halt, ist dieser, warte mal, 3,5 mm Klinke. Was war das andere? 6,5 mm Klinke? Hoffe ich. Ich habe es nicht im Kopf. Werdet ihr jetzt sagen, ja, das ist ja viel zu groß. Das geht nicht ans Handy, geht nicht an meine Kamera ran. Deswegen werden hier Adapter mitgeliefert. Mehr ist dann auch in der Packung nicht mehr drin. Ich zeige euch jetzt hier die zwei Adapter. So. Wir haben zwei Stück mit bei. Das ist, hier steht auch überall Fine. Hier ist Phone, steht hier dran. So, ich zeige euch das erstmal. Also nicht, dass euch wundert, dass zwei Adapter sind. Ich versuche das nur irgendwie wieder so zu machen, damit ihr das halbwegs seht. So, bei Phone haben wir zwei schwarze Striche und dann haben wir noch eins mit drei schwarzen Strichen. Seht ihr das? Ja. So, das ist Phone, steht hier drauf mit den drei Punkten und bei dem anderen steht Kamera. Also das ist für eine Kamera. Also bräuchte ich dann praktisch nur das hier koppeln. Zack. Das in die Kamera reinstecken. Und dann kann ich das an der Seite runterbaumeln lassen. Es ist nicht schwer. Wenn die Batterien dran sind, ja okay. Wenn man da Angst hat um die, ja, um die Buchse, wo man das drin gesteckt hat, kann man das aber auch ganz natürlich einfach einstecken und dann oben auf die Kamera legen. So, ich lege das jetzt mal oben rauf. Ich habe ja hier Platz. So, jetzt liegt es praktisch oben drauf. Ich habe immer noch genug Platz, um zu verkabeln und es hängt nicht runter. Also das wäre bei mir, wäre das möglich. Auch wenn ich die Kamera neben mir stehen habe und den Blickwinkel so drauf habe, könnte ich das oben auf die Kamera packen. Das ist ein bisschen sehr locker. Mal gucken, ob das auch wirklich was bringt. Ich bin mal gespannt. Also ich bin nicht gewöhnt, dass Kabel so locker sind, ehrlich gesagt. Ja, müssen wir uns überraschen lassen. Aber wie gesagt, das können wir uns erst im Hardware-Check-Video dann angucken. Das ist heute zu spät, das schaffe ich heute nicht mehr. Ich wollte unbedingt das Unboxing jetzt noch machen. Ihr habt dabei, wir gehen das nochmal durch, was mit bei ist. Das Sendegerät, das ist dieses hier. Mit zwei Adapterkabeln. Einmal für Kamera, für iPhone oder Quatsch, iPhone, für Smartphones. Smartphones, die kein Klinke mehr haben, da müsst ihr dann mit einem USB-C zu Klinke-Adapter arbeiten. Der ist nicht mit bei. Den müsst ihr euch dann separat holen. Und dann haben wir dann nochmal einen mit zwei Strichen. Der ist dann für Kameras. Den werde ich dann benutzen. Dann haben wir praktisch, hier ist der das ist der Sender. Das ist der Empfänger. So, das ist der Empfänger. Der schickt es ja in die Kamera. Dann haben wir hier den, ach Gott,
den Sender, den man an der Hose festmachen kann oder so. Und auch mit Batterien. An- und ausschalten kann man den. Und wir haben das Mikrofon. Ja. Also bis jetzt alles kein großes Hexenwerk. Das anzuschließen, ich bin mal gespannt, wie er sich schlägt. Ich werde euch das auch ungefiltert im nächsten Video zeigen. Oder wenn wir dann halt mal zwischendurch mal schnell umstecken und das zeigen. Verbesserungsvorschläge von mir für das nächste Modell wären eindeutig, dass durch, also ich kann ja sein, dass es beabsichtigt ist, dass es halt dadurch ein, dieser Mini XLR, dass es dadurch eine bessere Mikrofonqualität hat. Weiß ich nicht, werden wir sehen, aber ich sag mal jetzt ungetestet, würde ich mir da ein Klinkekabel wünschen, dass dann hier oben ein Klinkekabel rankommt, dass wir da flexibler sind, wenn das mal kaputt ist, dass wir hier einfach ein Klinkekabel reinmachen können. Das wäre mein erster Wunsch. Mein zweiter Wunsch wäre, dass man das vielleicht ein Stück kleiner macht oder warum hier gleich so ein dickes Ding drin sein muss. Kann man da nicht mit Klinkeadaptern gleich arbeiten? Ja, gut, so hätte man gleich einen großen Klinke, kann man es da reinstecken und dann halt hat man die Clean-Klinke. Aber dafür ist es ausreichend von der Länge her, dass man das dann reinsteckt und dann oben auf der Kamera platziert. Also das wäre ausreichend, aber vielleicht ein Stück kleiner wäre vielleicht nicht schlecht. Schön ist, dass hier beide mit bei sind. Für Mikrofon, für Kabel, Kamera und für Handy. Ich weiß nicht, dass, ob jetzt hier noch ein USB-C zu Klinke noch mit rein sollte. Ja, das wäre jetzt meckern auf hohem Niveau, würde ich sagen. So finde ich das komplette Paket eigentlich ganz okay. Muss ich so sagen. Aber die Anleitung. Also für eine europäische, nur Englisch, da würde ich mir noch Deutsch wünschen. Eine deutsche Anleitung. Wäre nicht schlecht. Vielleicht kann ich die ja online finden, muss ich mal gucken. Vielleicht haben wir ja so einen Code. Vielleicht haben die ja ein deutsches Handbuch auf der Webseite. Das werde ich euch dann im Hardware-Video nachreichen. Beziehungsweise war ja Unboxing-Hardware-Video. Entschuldigung, ich musste schnell niesen. Oh Gott. Ich werde das jetzt nicht Unboxing oder Hardware nennen. Oder ich werde es nur Hardware nennen. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt alle zusammen gemacht. Vielleicht schneide ich es im Endeffekt doch nochmal. Ich keine Ahnung. Jedenfalls im nächsten Video im Hardware-Check werden wir es dann machen. Da kann ich euch dann auch sagen, ob da vielleicht online eine deutsche Anleitung ist. So. Bis dahin würde ich mich jetzt verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden das dann demnächst testen. Ich bin schon gespannt. Also ihr braucht euch keine Sorgen machen. Wenn ihr das Video seht, 10, 20, 30 Minuten später kommt das Hardware-Check-Video dazu. Also ich mache das nicht so, dass ich das jetzt veröffentliche und einen Monat später kommt das Hardware-Check-Video. Also da braucht ihr keine Angst haben. So, bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin. Odin's Curse.